Howdy Leute, MifTucker wieder hier und heute geht es weiter mit unseren Solar 3.0 Builds. Wir haben schon einmal Warlock, wir haben schon einmal Titan, heute ist der Jäger dran. Mir wurde im Clan empfohlen, ey, Amkaras Rückgrat, das funktioniert ganz geil. Wir haben das dann ausprobiert, haben das zusammengebaut, haben das dann gestern im Stream auch zusammen gespielt. Und ja, ich muss sagen, für gut befunden auf jeden Fall, funktioniert wirklich gut, ist wirklich stark. Das Einzige, statsmäßig müssen wir da noch ein bisschen gucken auf dem Jäger. Wir werden jetzt auf jeden Fall dann die Fragmente durchgehen, die Aspekte und welchen Mod, also welcher Mod das Ganze richtig stark machen wird, weil den habe ich aktuell noch nicht frei. So viel Zeit habe ich noch nicht gehabt, weil ich jetzt in letzter Zeit auch viel mit Videoschneiden zugange war. Aber kein Problem, das kriegen wir auch noch hin. So, dann noch ganz kurz, Leute, denkt dran, heute bei meinem Partner Holy Energy, ja, die ganzen Geschmacksrichtungen, die jetzt ausverkauft waren, sind wieder am Start. Und mit den beiden Codes hier könnt ihr beim Einkauf sparen. Let's go! So, wir haben auf jeden Fall den Messertrick. Ja, das ist nämlich, wirf einen Fächer aus brennenden Messern, der die Ziele bei einem Treffer versenkt. Versenken ist wichtig, merken. Ich wurde auch gestern im Stream gefragt, ey, man weiß überhaupt nicht, was wie macht, versenken, entzünden. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber hier links, also wenn ihr seht, wenn man da ein bisschen drauf bleibt, da wird das auch genau erklärt, was versenken ist, was entzünden ist. Im Endeffekt versenken ist ein Dot, also Damage over Time, und Entzündung ist dann halt eine Explosion, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, dann haben wir die Lichtsensorminen, ja, weil unser Exo-bedingt werden wir die auf jeden Fall nutzen. Eine explosive Granate, die an Oberflächen haftet und bei der Aktivierung des Laserauslösers durch Ziele gezündet wird, ihnen Schaden zufügt und sie moderat versenkt. Als Aspekte haben wir Schießpulver-Glücksspiel, besiege Ziele mit Fähigkeiten, Solar-Debuffs oder Solarwaffen, um einen improvisierten Solar-Sprengsatz aufzuladen. Ja, das heißt, das ist dann diese dicke Granate, die ihr dann bekommt. Und die macht auch richtig viel Damage. Und dann haben wir Mesinida, deine Solar-Supers sind verbessert. Ja, das ist nämlich so, dass das Klingfeuer jetzt mehr Projektile verschießt und unwahrscheinlich viel Damage macht. Ist auch aktuell die stärkste Super, die ihr haben könnt für DPS. So, während strahlengebende Todesstöße mit deinem ausgerüsteten Wurfmesser deine Nahkampfenergie vollständig zurück, ja. So, dann haben wir aufgeladene Nahkampfangriffe gegen Kämpfer, versehen dich und Verbündete in der Nähe mit dem Effekt strahlend. Ja, strahlend gibt uns den Damage Boost. 20 oder, ich meine, Callisto sagte gestern sogar 25%, während ich dachte immer, es sind 20, aber es sind wohl 25%. Und wir sehen ja, also wenn ihr mit dem Messer werft, dann werdet ihr strahlend und habt da diesen 25%igen Damage Boost. Wenn man natürlich im Team spielt, habe ich gestern auch schon im Stream gesagt, ja, wenn ihr im Team spielt, dann muss das nicht jeder drin haben, denke ich. Da muss man sich dann halt ein bisschen absprechen, weil im Endeffekt einer lädt alle auf und von daher reicht es dann vielleicht, wenn das nur ein oder zwei Leute spielen und irgendjemand auch was anderes reinnimmt. So, dann haben wir Glut des Trostes, auf dich angewandte Strahlen und Wiederherstellungseffekte halten länger an, einfach für unseren Damage-Buff, dass wir ihn länger haben. Und sobald wir einen Artefakt-Mod frei haben, können wir quasi hierdurch unseren Heal verlängern. Und natürlich Glut des Versenks, deine Klassenfähigkeit lädt schneller auf, wenn du Ziele versenkst. Das heißt, wir versengen hiermit und das Ganze gibt uns den Dodge zurück. Und wir haben natürlich den Nahkampf-Dodge, weil wenn wir mal irgendwas nicht ready haben, können wir in der Nähe von Gegnern dodgen und kriegen dann unser Messer zurück. Mit unserem Messer können wir dann wieder auf Gegner schmeißen und versengen und so weiter und so fort. Ihr versteht die Kette, wie das Ganze funktioniert. So. Waffentechnisch habe ich jetzt gerade am Anfang im Video, habt ihr ja gesehen, habe ich jetzt einfach Trespasser gespielt und einen Scout, einfach weil da drin Champions waren. Das ist auch wieder frei. Natürlich ist jetzt hier eine Solarwaffe schon die bessere Alternative, weil wir erinnern uns dran, dass wir... Moment, wo war's? Bin ich jetzt eigentlich bescheuert? Hä, bin ich denn jetzt gerade Panne? Wo war's denn? Hier, genau, ja, bei Schießpower-Spiel. Also, oder Solarwaffen, um einen improvisierten Solarsprengsatz aufzuladen. Ja, das heißt, mit Solarwaffen könntet ihr den auch aufladen. Ihr ladet den aber eigentlich immer durch die Granaten auf. Von daher braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Aber generell synergiert das gut, wenn ihr eine Solarwaffe mitnehmt. Dann MGs sind auf jeden Fall auch wieder gut. Mir wurde es gestern dann auch gesagt, ich habe es euch ja letzte Season gesagt, wo Xurin ein gutes MG hatte. Nehmt MGs mit, die kriegen nächste Season Buff. Ich habe noch gar kein MG gespielt, bis mich gestern einmal wieder jemand daran erinnert hat. MGs sind wirklich stark aktuell. Könnt ihr gut spielen, ja, wenn ihr zum Beispiel so wie ich jetzt gerade in dem Lost Sector oder Valerian Verseng aktiv, dann könnt ihr hier gut mit Gedenken aus dem TSK spielen. Ansonsten, ja, Blendgranatwerfer standardmäßig bei ihr. Dann haben wir auf dem Helm Asche zu Angriff, ja, erhalte Bonus-Superenergie durch Granatenkills, weil wir machen halt viele Granatenkills. Dadurch machen wir natürlich auch viel Superenergie und unsere Super ist halt extrem stark. Wir haben den Nahkampf-Quellenschöpfer, aufgeladene Nahkampf-Todesstöße gegen Kämpfer erzeugen Elementarquellen, die dem Energietyp deines Fokus entsprechen. Ja, das heißt, mit Nahkampf-Quellenschöpfer, also mit dem Messer, machen wir dann Solarenergiequellen.
Elementarquellen. Das Ganze haben wir nochmal drin. Das heißt, wir bekommen 2 pro Millikill. Hier, das ist dann natürlich freigegeben für Champion Mods, ja, wenn ihr dann Champion Mods mitnehmen müsst. Dann haben wir hier natürlich unsere Resistenzen aus dem Artefakt drin und mannigfaltige Quellen. Ja, da wurde ich gestern auch nochmal unter einem YouTube-Video gefragt, ey, wie ist das denn, wenn du nicht mehrere Kopien drin hast? Dieser Mod ist tatsächlich etwas falsch beschrieben. Wenn ihr jetzt nämlich einmal Elementarnachschub nur drin habt, nur einmal, und ihr macht einen Granatenkill, bekommt ihr ja eine Quelle. So, jetzt liest man das ja so, dass man denkt, man muss noch ein zweites Mal Elementarnachschub drin haben, um mehr Quellen zu kriegen. Dies ist aber nicht so. Wenn ihr jetzt dann einmal Elementarnachschub drin habt und ihr habt den drin, dann bekommt ihr pro Granatenkill schon 2 Elementarquellen. Nur ganz kurz zum Verständnis. So, dann haben wir hier die Lebensquelle dabei. Das ist aktuell unser einziger Heal, den wir haben. Ja, das Aufnehmen einer Solarelementarquelle bewirkt für kurze Zeit erhöhte Regeneration. Ja, das gibt uns 10 Sekunden passiv Heal. Weil als Jäger haben wir da jetzt gerade noch nicht so viel von. Und dann haben wir hier, ich habe hier einfach die Überladergranaten mit drin. Ja, ihr könnt aber auch das hier mitnehmen. Also da könnt ihr euch ein bisschen austoben mit den Artefaktmods, was euch da am besten gefällt. Und wir haben einmal einen Allzweck-Kickstart dabei. Einfach, um unseren Dodge schneller zurückzukriegen, falls mal irgendwas nicht ready ist. Damit wir dann irgendwo in der Nähe von Gegnern dodgen können, um das Messer zu bekommen. Dann habe ich hier Elementarbewaffnung. Ja, bei Waffentodesstößen gegen Kämpfer mit einem Schadenstyp, der deinem Fokuselement entspricht, besteht eine steigende Chance, dass eine Elementarquelle erzeugt wird. Das heißt, mit Solarwaffen machen wir dann auch Solarelementarquellen, die uns natürlich dann auch Fähigkeiten Regeneration geben. So, Stats-mäßig, ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Ja, und zwar auf Belastbarkeit. Belastbarkeit gibt uns ja jetzt Schadensresistenz im PvP. Wünschenswert wäre natürlich eine 100er. Dann habt ihr nämlich schon 40%, beziehungsweise, wie gestern im Titan-Video schon erwähnt, Esoteric hat es ausprobiert, es sind sogar knapp 47%. Aber man muss jetzt natürlich ein bisschen gucken. Meine Erholung ist jetzt gerade sehr low, was schlecht ist, weil es dauert sehr lange, bis ich dann wieder Leben regeneriert habe. Selbst mit der Heilung von Lebensquelle, die ist jetzt auch relativ langsam im Vergleich zum Beispiel, wenn ich das auf dem Warlock gespielt habe, mit 100 Erholung. Von daher, da wird man natürlich jetzt ein bisschen Rüstung fahren müssen. Ihr könnt auf der Helm, könnt ihr euch auf jeden Fall Rüstung fokussieren. Ich hatte mir da schon so ein paar Belastbarkeitsrüstungen fertig gemacht. Also ihr seht hier der Helm zum Beispiel. Den habe ich auf Belastbarkeit fokussiert, ja. Und ja, da muss man natürlich jetzt ein bisschen gucken, wird jetzt wieder ein bisschen farmen. Aber eine 80er solltet ihr auf jeden Fall haben, Tier 8, dann habt ihr nämlich 26%. Alles darunter ist nicht so lohnenswert, ja. Also wenn ihr zum Beispiel nur auf 50 Belastbarkeit kommt oder sowas, dann lasst es lieber gleich sein, weil das bringt euch dann auch nicht viel, anstatt dann euer Bild kaputt zu machen, ja. Ihr bekommt ja natürlich auch die Widerstände hierdurch. So, ja, dann hätten wir das. Dann gehen wir noch mal ganz kurz zu dem Artefakt. Und zwar, dieser Mod fehlt mir noch. Ich brauche noch einmal ein Level Up. Und zwar ist das die stilvolle Wiederherstellung. Die Aktivierung deiner Solarklassenfähigkeit gewährt die Wiederherstellung. Das heißt, das ist im Endeffekt das Gleiche, was der Titan mit dem Sonnenfleck macht, ja. Wenn er im Sonnenfleck steht, triggert er Heilung. Und das könnt ihr natürlich mit dem Jäger-Dodge dann auch triggern, ja. Das heißt, unsere Solarfähigkeit, das heißt, wir weichen aus, kriegen dann unseren Heal. Und dann haben wir auch einen guten, starken Heal auf dem Jäger. Das aktuell Einzige ist halt, wie gesagt, Lebensquelle. Deswegen habe ich das mit reingenommen, damit wir wenigstens etwas Heal haben. Ja, ansonsten, das war es eigentlich, ja. Lässt sich auf jeden Fall sehr gut spielen. Wir haben natürlich noch einige andere Exos, die wir auf dem Jäger spielen können. Ja, sowas zum Beispiel, wenn ihr jetzt mal hier drauf geht, ob es jetzt zum Beispiel dann die Sternverschlingerschuppen sind, um eure Super noch mehr zu pushen, ja. Oder ob es jetzt sowas wie, wo haben wir es? Galanor-Bruchstücke, ja, könnte man auch spielen. Ja, oder mit Assassinenkappe, aufgeladene Nahkampfkills, mit dem Messer kann man die ja jetzt auch sehr gut machen. Könnt ihr dann auch für Unsichtbarkeit und Heilung nutzen. Ja, also es gibt so ein paar Sachen. Ich habe jetzt mal das gebaut, wir werden jetzt sowieso noch mehrere Builds bauen. Auch für einen Warlock gibt es jetzt wieder noch andere Alternativen, beziehungsweise Sachen, die wir ausprobieren wollen. Aber wir brauchen halt ein bisschen noch was aus dem Artefakt. Ja, Leute, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Build. Ich werde wie immer den Dimlink in die Beschreibung packen. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!